Hallo Leute, willkommen zurück bei Crusader Kings 2. Letztes Mal haben wir hier die Castalia, die hier aus Schottland noch vertrieben. Und uns ja auch ein Stückchen Wales geholt. Und jetzt wollte ich mich heute wahrscheinlich sogar mal mit den Schotten anlegen. Weil Schottland hat hier nicht so unheimlich viel. Ich glaube, die haben auch unheimlich wenig Freunde. Hoffentlich. Von Gallen ist jetzt nicht so bedurch. Super, er kennt die Engländer dazu. Und das ist doof. Dann werden die zusammen. Dann sollte ich mich nicht direkt mit Schottland anlegen. Außerdem frage ich mich die ganze Zeit, warum das hier so rot aussieht. So, als wäre man damit im Krieg. Schade, dann kann ich mich mit denen nicht direkt anlegen. Ich könnte mich natürlich mit Italien anlegen. Weil ich glaube, Italien ist auch gar nicht ohne, oder? Mittlerweile. Ja. Sehr gut, 10.000 Mann. Okay, vielleicht ist da Italien doch ohne. Aber man könnte dann nämlich drüber nachdenken, ob wir uns hier nicht hinstellen. Okay, gut, Frankreich, gut. Warum von Cornwall, das interessiert mich. Sollte ich mich aber hinstellen, vorher die dorthin bewegen. Und netterweise haben die hier ein bisschen was. Das heißt, wir können unsere Truppen hier inlands ausheben und dann einfach dahin gehen und das verprügeln. Unsere Gattin ist schon wieder schwanger. Außerdem wollte ich nochmal nachschauen vorher, dass die einen Verbündeten haben. Frankreich, ja okay, aber ich glaube, Frankreich hat gerade auch genug andere Probleme. Falls es Frankreich nominell überhaupt noch irgendwo gibt. Ich sehe davon mich jetzt nicht wenig. Britannien. Also wenn, dann ist das ein, da oben so ein Stück in Frankreich. Ja, herzlichen Glückwunsch. Vor denen habe ich jetzt nicht so viel Angst. Oh, man könnte das Herzogtum Galloway erschaffen. Was doof ist da nur. Da sind noch Resttruppen aus Castalien am rumstehen. Ich behalte da zwei beide Titel, ist das interessant, aber ich kann mir das Herzogtum selbst momentan nicht wirklich erlauben. Aus Wales. Habt ihr mit Wales etwa einen Krieg? Ja, super. Aber das ist. Oh, von Cornwall, so. Dann kommt's hier direkt zur Schlacht. Gut. Wer bist du? Was hältst du? Befreiungsaufstand, aha. Ich wüsste jetzt gerade gerne, wo du bist. Ach so, friesischer Befreiungsaufstand. Das heißt, ich kann mir vorstellen, wo das ist, nämlich da. In der Friesland. Dann werden wir hier oben mal unsere kompletten Truppen ausheben und sammeln. Und alles, was ein bisschen weiter wegkommt, wird per Schiff dahin geholt. Sollte ich vielleicht auch die Schiffe dazu ausheben? Dann werden wir nämlich mit einem Stück nach Friesland gehen, um das zu retten. Und mit einem Stück uns dann mit Italien anlegen, denke ich mal. Da brauchen wir dann keine mehr. Da können wir einen gebündelten Haufen holen. Und von hier aus kann eigentlich auch ein bisschen was dahin laufen. Von da aus können wir mal Boote auspacken. Da halten wir noch eine Provinz. Aha, warum auch immer ich die halte. Haben wir wahrscheinlich etwa inzwischen nicht mehr von Dänemark erobert. So, ich hoffe, das reicht erstmal dafür. Ihr sammelt euch mal kurz hier. Ja, ein Sieg. Da möchten wir nämlich gerne dahin und mit euch dann dort hinterher. Aber das Problem ist, dass ich euch so nicht an den Walisern vorbeischicken kann. Und da kommen wieder neue Truppen von denen. Niederlage. Ach so, da unten. Ja, da muss ich mich auch ein bisschen beeilen, denn die haben unheimlich viele Truppen. So dürfte eigentlich schon genug sein. Wir nehmen mal das hier und die Schiffe und schicken das direkt bis dahin. Und dann gucken wir mal, dass wir hier noch ein bisschen mehr zusammenbekommen für den Krieg gegen Italien. Da kommt ja überall noch was. Schauen wir mal hier in Finnland. Und ich glaube, hier gab es gut Truppen, aber nie genug Schiffe. Doch, mittlerweile haben wir genug Schiffe. Sehr schön. Ihr seid zwar nicht viel, aber wir nehmen euch mal mit. Ich mal gucken, wie viele Schiffe wir da haben, was ich dabei theoretisch gesehen alles plündern könnte, wenn ich mal die ganze Welt leer räumen würde. So.
Da könnte man noch, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Nee, nicht wirklich. Hier passt nicht mehr euer Schiff rein. Wenn wir schauen könnten, wäre Gotland. Die hatten, glaube ich, noch ein bisschen was, was sich lohnt. Ja, geht so. So. Da erobern wir. Da verprügeln wir gleich noch was. Da lassen wir jemanden verrotten. Und da verprügeln wir die, bevor die uns da zu viel erobern und das zu aufwendig wird. Das müssten wir eigentlich schaffen können bei der Masse. Ja, ein Sieg für uns. Da gehen wir auch erstmal hinterher. Und hier haben wir 10.000 Mann. Das dürfte eigentlich reichen, um die Italiener ein bisschen zu verärgern. Warum auch immer da Truppen von Ostfranken drinstehen, aber das ist jetzt ziemlich egal für mich. Sieg für uns dabei, aha. Uns nochmal durch seine Truppen durchgeprügelt. Und hier jetzt noch größeres Herz zum Erobern. Warum zur Hölle kämpfen wir nicht gegen den? Haut er schon wieder ab, oder was? Wir haben noch einen Sohn. Was ich mit diesen ganzen Söhnen alles machen soll, damit Finnland doch nur weiter zerstückelt. Das will ich echt schön verhindern. So schlaue Liste. Na, nehmen wir mal das. Boah, finde ich ganz cool. Und wieder hier, so. Und ich sollte ihn dann noch von der Liste durchstreichen und mal kurz pausieren. Ja, wir kämpfen da wieder gegen sie. Sehr gut. Dann hauen wir den da noch gut einen rein, wenn wir den... Was? Helden... Ich schon vergessen. Sich prima knockt, beziehungsweise Druide, die sag nur genannt. Aha. Von Arkoros glauben, sie hätten den Anspruch auf die Entjungfung der Töchter ihrer... Der mag uns sowieso nicht so gerne, aber wir verwehren ihm das Recht mal. Damit wir niemand anders damit verärgern. Und dann ziehen wir uns mal dahin zurück, um das zurückzuerobern. Dessen schauen wir da mal. Da halten wir nämlich schon ein Stück. Und da halten wir gleich auch. Ne, das halten wir immer noch nicht. Okay. Ich dachte, wir hätten da schon... Ne, das baut wohl unheimlich lange, ja. Und zum Glück geht das Zurückerobern hier ein bisschen schneller. Ich hoffe, damit haben wir dann genug, beziehungsweise können es einfach durch Halten gewinnen. Sieg für uns. Und er ist da unterwegs, dann gehen wir mal hinterher. So, jetzt ist er gerade in Kampf verwickelt, das heißt, er wird eh gleich vernichtet. Leute gefangen genommen, die irgendwie nicht richtig sind, weil wir hier da was erobert haben. Ja, genau. So, ein Sieg. Hier sind wir bei 100%. Das heißt, wir können hier unsere Forderung erzwingen, hier uns Prestige eingeben. Und dann können wir mit den Truppen eigentlich direkt wieder nach Hause. So, und da haben wir das erste Stück. Das heißt, die restlichen dürften jetzt auch ein bisschen schneller gehen. Perm. Aha, was ist denn bitte schon die Baronie Perm? Was auch immer das war. Tja. Ja, das geht deutlich schneller. So viel zum Thema, ihr wollt ja von uns irgendwas erobern. Frechheit. Und ich glaube, die sind immer noch mit Denver im Krieg. Ja, sieht zumindest so aus, als wenn ich noch deutlich mehr Kriege mit Ost... Nee. Denver. Ah, die haben da... Devon heißt es ja nicht Denver. Denver war in Amerika, aber... Wir haben hier reichlich Probleme. Ein Kind fehlt ein Vormund. Ach, ja, das ist ein Sohn. Da können wir uns mal hinstellen und schauen, dass wir dich von jemandem mit besonders viel Diplomatie hier ausbauen lassen. Und dann werden wir bei ihr auch noch ein Stück beliebter, glaube ich. Wenn wir das der Vasallin übergeben. Und noch ein Sieg, reicht das nicht vielleicht schon? Ja, Forderung erzwingen. Sehr schön. Ihr dürft direkt nach Hause, was von euch weg kann. Ihr geht zurück dahin, dass ihr weg könnt. Ihr geht mal wieder dorthin und sammeln. Und hier können wir uns jetzt natürlich wieder hier verteilen. Eine Universität. Das wäre, das hätte ich gerne bei mir. Das bauen wir einfach mal aus Prinzip, auch wenn wir das Gebiet selbst abgegeben haben.
Klosterschule kann ich mir hier noch nicht bauen. Schade. Und eine Burgschule gab es, glaube ich, nicht. Nee. Und wir werden die Provinz auch leider wieder abgeben müssen. Einmal in die andere Richtung, bitte so. Cornwall, so. Dann haben wir auch nicht mehr zu viele Liegenschaften. Sind in Frieden. Wie sieht's bei unseren Vasallen aus? Oh, da sind Leute verärgert. Verlangt nach Titeln, religiöser Eifer, das sind Dinge, die ein bisschen uncool sind. Dich kriegen wir damit ins Positive. Warum bist du jetzt auf einmal verärgert? Du warst doch gerade noch nicht verärgert. Oder du hattest den Titel gerade oder sowas. Ah, dich kriegen wir auch mit Geld wieder bestochen. Ah, der reagiert auf Geld leider nicht wieder. Schade. Du bist unfähig. So. Jetzt haben wir genau einen, der noch unzufrieden ist. Und ich glaube, bei dem können wir nicht wirklich viel machen. Gut aufgehobene Ausgebote geht wieder runter. Und der will halt das Königreich Dänemark haben. Kann ich nicht versuchen, dich zu ermorden? Du fällst mir nämlich nicht. Du bist viel zu ehrgeizig. Ja, sieht doch gut aus. Da gibt es direkt mal Leute, die uns dabei unterstützen wollen. Aber leider nicht gerade viele. Bei dir könnte man das bestechen. Einfach mal probieren. Dann machst du nämlich mit. Und du hast einen guten Punktewert da drin. Wahrscheinlich seine die Hofspitzelin. Bei dir werde ich das wahrscheinlich auch mit einem Geschenk nicht schaffen. Doch, wow, cool. Du bist, glaube ich, schon dabei. Dich können wir noch bestechen. Und du... Ich kann mit einem Geschenk wahrscheinlich auch noch dazu bringen. Ja. Er macht quasi sein ganzer Hofstaat automatisch mit. Sehr cool. Und wenn wir ihn dann los sind, haben wir hoffentlich bald genug. Was könnten wir noch? Herzogtum von Galloway. Hatten wir das nicht schon? Das war das, wo ich entschieden habe. Nee, brauche ich nicht. Ja, Titelverlust bei Nachfolge, richtig. Aber der wird trotzdem immer noch mein Untergebener bleiben und ich will es ja auch bald ändern. Dann halt noch ein bisschen nachhelfen, weil unsere Triege ist jetzt schon steil bergauf, weil alle, die mitmachen können, dabei sind. Leider können wir keinen Blöd mehr abhalten, das würde ich wirklich gerne machen. Aber da steht ja nicht mehr in der Liste drin. Maximal einfach auf Hofjagd gehen. Na, und wir regieren noch keine 10 Jahre, weil... Man wohl irgendwo sehen kann, wann unser... Ja, müsste man. Und zwar wann... Nee, das macht ja irgendwie wenig Sinn. Doch. Wenn der, also unser Vorfahr, 1037 gestorben ist, dann wären wir ja schon... Nee, aha, unsere Großeltern, haha, das war nicht der Punkt. 48, unser Vater hat nämlich gar nicht gespielt, richtig. Mein Hals kratzt, aber ich muss mal Schluck trinken. Aber das ist nur noch ein paar Monate, dann haben wir das soweit. Denn das war ja Ende November 48, also 1048 und wir haben jetzt Anfang Februar 58, das heißt, bald haben wir die 10 Jahre, wir müssen nur diesen einen Typen noch in die Meinung ein bisschen heben. Die Entscheidung steht an. Ah, jetzt können wir einen Blöd machen. Sehr cool, weil das gibt ja auch mal ein bisschen Beliebtheit bei allen. Glaube ich. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich mag Blöd. Allein schon, weil man da Leute hinrichten kann. Ist die Opfern. Yay. Yay. Was ist sogar ein Christ dabei? Oder jemand besonders wertvolles? Das könnte auch sein. Ich glaube, das kommt immer dann, wenn es Christen sind. Dann haben wir ja in England einige erobern können. Und alle sind zufrieden. Und bevor sich jemand dann Fehltritt ver... erlaubt, gucken wir mal. Du bist leider immer noch unzufrieden. Ey.
Wir könnten ihm hier nicht mehr helfen. Das heißt, wobei wir könnten uns hinstellen. Wir könnten, um eine Kleinigkeit hinzubekommen, unsere Tochter, die ist ja nicht so wichtig, aber unsere Tante, wer auch immer, von ihm ausbilden lassen. Vielleicht gibt ihm das Punkte, wir probieren es mal. So ein bisschen Beliebtheit, weil... Ja, stimmt, zu schade gibt es leider nicht. Bis zum nächsten Mal. Ja, jetzt, dann hoffen wir jetzt einfach, dass wir dort alle umbringen oder dass uns irgendwas in die Hände fällt. Was, die müssen noch nach Hause. Die Truppenaufgebote da wieder wegschieben, sonst wird er nur noch mehr verärgert. Und dessen schauen wir hier mal weiter. Aber das wird uns auch wohl nicht so helfen. Wobei du eigentlich schon alt bist. Ich könnte mal versuchen, bei Zeit umzubringen. Aber erstmal müssen wir den jetzt loswerden. Komm schon, wir haben hier bei unserer Triege unheimlich viel Prozente und quasi jeden, der etwas kann, dabei. Unseren Hofspitzel hier neu einsetzen und dann könnten wir den einfach mal fragen. Aber ich habe keine Ahnung, ob der bei sowas mitmachen kann. Also ob der was bringt. Wir sind bei 135. Wir schauen mal, ob sich da was ändert, wenn er mitmacht. Ja, er bringt noch mehr, okay. Das sollte ich mir also für Zukunft merken, dass es sich durchaus lohnt, wenn man da Leute fragen kann. Wenn ich ihn leider nicht alle mitmachen wollen. Warum nicht? Ein Haufen politischer Vorbehalte, na super. Moralische Skrupel, man seid ihr unpraktisch. Da können wir noch jemanden einladen. Er ist der, um den es geht. Mal aufgetaucht, gehe zu. Da sind Truppen aufgetaucht, aha. Haltpause. Nur Beine, ihr wartet da ruhig mal. Wir rufen hier mal rundherum noch ein paar mehr, die dann da hinkommen. Und ja gut, da kann ich selbst gerade leider nicht ausrufen. Aber jetzt wieder? Nee, jetzt haben... Ach, wir haben ihre Truppen komplett da aufgerufen. Er hat dort irgendeinen Krieg gewonnen und etwas übernommen. Hat ihn das gut gelaunter gestimmt? Nee, nicht wirklich. Wenn wir das machen, gibt das wohl kaum die Bonuspunkte. Dann könnten wir sie verheiraten. Nee, das lassen wir mal lieber. Da kriegen wir leider gerade aufs Maul, weil unsere Moral dabei so schlecht war. Es war so ein bisschen doof, dass wir da direkt gekommen sind. So direkt eingegangen sind. Das hat uns nicht so wirklich geholfen. Jetzt haut er dort scheinbar direkt wieder ab, oder was? Ja, das war ja so klar. Das war ja so klar. So, jetzt... Ich will, dass diese doofe Intrige jetzt funktioniert. Meine Fresse. Und warum zur Hölle? Was ist das denn? Von... Wie heißt das? Die Provinz? Jomsvikinger. Das ist also auch was Nordisches. Könnten denen im Krieg dort helfen, dann hätten wir da unten mal ein paar andere Wikinger. Aber wahrscheinlich werde ich die... Die würden sich wahrscheinlich eh nicht hinstellen, uns... Ja, ich denke mal, ich lasse den einfach mal machen. Wenn er uns um Hilfe fragt, können wir uns immer noch dazu entscheiden. Was? Oh, du... Verdammt. Jetzt kann er mich endgültig nicht mehr leiden. Und du bist auch unzufrieden. Und ja, toll. Wahrscheinlich kann ich bei meiner Intrige auch niemanden noch dazu einladen. Na doch, du gingest theoretisch, aber du magst ihn viel zu sehr. Ja, viel, viel, viel zu sehr. Wahrscheinlich hätte er seinen Hofspitzel dafür jetzt eh ausgetauscht. Wie sieht es bei uns mit Waffenstillständen aus? Ja, wir haben den mit Wales leider noch bis nächstes Jahr. Dann können wir da wieder ein Stück von erobern erstmal.
Leider kann ich mich momentan nicht wirklich darauf kümmern, da irgendwo jemand. Aber natürlich, ich habe da so eine Idee. Ich könnte dich einfach mal dorthin schicken. Um den geht es ja, der hier ansässig ist. Können wir einfach darüber die Beziehung verbessern. Das ist unser Nachfolger. Karstatische Verhandlungsführer, sehr gut. Dich verheiraten wir jetzt erstmal. Und zwar möglichst effektiv. Zum Beispiel mit sowas hier, auch wenn ihn das Prestige kostet, aber dafür lohnt es sich. Prestige oder Geld? Prestige oder Geld? Das ist zu viel Prestige. Wir nehmen das Prestige. Und dann geben wir dir hier nämlich Landtitel gewähren. Sarek, ja. Geben wir ihm erstmal das. Damit er zufrieden ist. Und wenn wir damit... Wenn wir was weiteres erobern, wir das stückweise immer eher bekommen. Jetzt sind hier mittlerweile einige deutlich verärgert. Dich können wir prinzipiell erstmal wieder aufmuntern. Aus dem Rad geworfen. Ah, und auch ehrgeizig. Ja, das war dann wahrscheinlich nicht so klug. Aber will ich doch nur sicherstellen, dass wenn wir sterben, wir den Titel behalten können. Ach, verdammt. Wenn du hier wenigstens was machen würdest, dass wir dem hier irgendwie... könnten ihm das wegnehmen, aber das würde uns bei allen Beliebtheit kosten. Das kann ich mir eigentlich nicht erlauben. Der will halt direkt ganz Dänemark. Und der ist halt ein intriganter Bastard, ist er drüber verärgert. Können wir bei dir irgendwas machen? Königreich von Schweden, ja, das will ich aber nicht abgeben. Aber ich könnte eben schauen, wenn wir den hier ermorden wollen. Ja, viel zu wenig. Dann machen wir das lieber über die Intrige. Und ich könnte mich jetzt zwar direkt mit England anlegen, das möchte ich aber eigentlich nicht. Was? Sie nachmittags auf der Jagd seid, begegnet ihr einem bärtigen alten Kleider in einem Hut, der sich in sein anderes Auge verdeckt. Aha. Herr Gustav höflich verlangt nach einem Horn Met und erzählt euch dann von einem vergessenen Brunnen ganz in der Nähe. Was Umhang füllt mit Gold. Dann wandert er von sich. Ja, dann erzählen wir denen, dass das Odin ist. Das wäre natürlich interessant. Konzentrieren Sie auf die Jagd. Was macht Jäger denn? Kriegskunst. Religiöse Eifer, monatliche Pietät und Kriegskunst. Verliert, ne? Weiß nicht, sind wir schon religiöse Eifer? Ja, sind wir schon. Wir könnten dazu halt Jäger werden. Andererseits gibt das hier halt Gold und Prestige, also nehmen wir das einfach mal. Vielleicht kommt ja noch ein lustiges Event hinterher, wenn wir über den Brunnen ankommen. Und an sich müsste der Waffenstillstand mit Wales doch eigentlich gleich auslaufen, oder? Ah, nee, Dezember 95. Okay, braucht noch einen Tag, ne? Auf jeden Fall, da wir hier so sind, könnten wir eine Hofjagd abhalten. Vielleicht kriegen wir damit irgendwie noch ein bisschen Ansehen irgendwo zusammen. Ist sie auch schon wieder zufrieden? Da Plant und Enkmaland will sie haben, aber die halten wir doch, glaube ich, beide nicht, oder? Lappland ist doch hier oben, glaube ich, oder? Achso, sie will den Vasallentum darüber, aha. Also sie will quasi, dass das direkt ihr Vasalle wird. So, dann übertragen wir Lappland mal, dann ist dann nämlich die Forderung danach weg. Und sie ist wieder zufrieden. Bei dem hier ist leider keine solche Forderung, die uns da irgendwie weiterhilft.
Und er hier ist nur noch mehr zu sie und zufrieden war aufgeräumt. Warum haben wir überhaupt noch Aufgebote von uns? Nein, haben wir nicht. Das heißt, das muss nur noch abklinken. Da kriegen wir ein bisschen was. Hält die Eigenschaft fleißig. Ja, das nehmen wir. Weil ich dafür eine Verwundung riskiere. Was? Der bietet sich einen Mordversuch anzunehmen. Aha. Können wir hier nicht noch irgendwas... Ich glaube, das war der, der das gerade angeboten hat. Kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Na, Waffenstillstände laufen auf. Das sind nämlich noch ein paar Tage. Dann können wir den Waliser wieder den Krieg erklären. Du möchtest Dinge, die mir nicht gefallen. Dann bist du bereit, eine Verschwörung zu beenden. Sehr schön. Aber du bist leider noch nicht bereit, da anscheinend mehr zu nehmen. Und das Königreich Schweden will ich da garantiert nicht abgeben. Ich habe einen Kakron. Hat auch noch jemand was gemacht, was wir sie nicht so mochten? Laden den nochmal ein. Irgendwann muss der mal einen Effekt eintreten. Und hier oben noch eine Einkerkerung. Warum zur Hölle können wir den denn einkerkern? Und ehrenhaft verhalten hat ja Mensch. Das war wahrscheinlich der, der uns da bei der Intrige verkackt hat. Aha. Sehr schön. Plan steht. Hoffentlich haben wir gleich Erfolg. Oh, damit hat es ihn erwischt. Will ich immer wieder bei bin. Gucken mal. Versuchen das mal mit ihm. Auch wenn, weil er ist der Einzige, der jetzt, glaube ich, noch unzufrieden ist, ja. Unsere Verschwörung können wir eigentlich vergessen. Denn der Kollege ist ja Buldir von Schleswig töten. Ja, aber ja, Buldir von Schleswig ist tot. Dann können wir die abbrechen quasi. Und stattdessen versuchen, den anderen noch umzubringen. Der ist nämlich auch ehrgeizig und ich hasse ehrgeizig. Und schauen wir mal, dass wir da welche zusammenbekommen. Ja, da kommt er erstmal nicht so viel. Du wärst gut und du lässt dich vielleicht überzeugen. Nein. Ein Hof leider auch nicht. Schade. Könnten sie hier verheiraten? Vielleicht kommt sie dann wenigstens da raus. Gut, aber schlecht. Ah, man hat das erfahren. Da macht schon jemand mit. Und damit können wir sie so gesehen nicht mehr einladen, weil sie dort nicht mehr Hofspitzel ist. Aber damit ist sie auch nicht mehr in der Lage, ihm dort zu helfen. 55% ist nicht gerade viel, aber die Leute, die zur Auswahl stehen, mögen ja auch unheimlich gerne. Den hier können wir probieren. Also können wir mal wieder bei unserem Rat gucken, unser Hofspitzel, weil da ist eine ziemlich interessante Sau, der bei vielen mitmacht. Und hier scheinen auch einige machen zu wollen, ja. Ich weiß so natürlich jetzt nicht, wie viel Boni mir die geben, aber... du willst nicht, warum nicht? Weil du ihn zu viel zu gerne magst und viel zu absteckst, ja, ja. Sind jetzt bei 50 Jahren, dann sieht das dann schon viel besser aus. Diese Einkerkerung nervt. Können wir das nicht wieder ausblenden? Und warum... Achso, jetzt bist du wahrscheinlich auch wegen irgendwas verärgert.
engen Verwandten. Oh. Warte, ich kann ihn wieder bestechen. Wen könnten wir denn da noch einladen? Können wir einfach mal an unserem Hof gucken. Achso, der ist schon dabei. Suchen wir uns nämlich noch zwei, drei Leute, die hier mitmachen. Und will dann eben noch sehen, ob sich das überhaupt auswirkt, ob die überhaupt ein paar Punkte mitbringen. Wenn ja, merken wir uns das für die Zukunft, dass wir prinzipiell einfach Leute einladen können. Den will leider nicht. So, und schauen wir mal, ob sich das auswirkt. Nicht mehr Hofspitzel, das ist uncool. Aber du bist gut. Aus irgendeinem Grund. Werde ich gerade angerufen. Also, schau für heute.